Und jetzt hier an der Stelle, ich kam noch nicht dazu, ganz, ganz wichtig, die Episode 2 von Icon 6 ist erneut auf Platz 1 in den Trends gewesen. Und wir haben somit einen Icon, einen Rekord gebrochen, den es so noch nie in der Icon-Geschichte gab. Wir haben das allererste Mal zwei Folgen generell in einer Staffel auf Platz 1 in den Trends gehabt. Und wir haben nicht irgendwelche Folgen, nicht irgendwelche Finalfolgen oder nicht die Entscheidung im Finale oder die Preiskrönung. Wir haben die allererste Top 100 Folge der Ankündigung, es geht los, Folge in den Trends auf Platz 1 gehabt. Und darauf folgend hatten wir die zweite Folge von der Runde 1 auf Platz 1 in den Trends. Und jetzt stellt euch mal nur vor, wohin kann die Reise noch gehen, wenn wir Richtung den Auslandsreisen und dies und das gehen? Wohin geht die Statistik noch? Das wird ja verrückt dann. Das ist verrückt, wirklich. Das ist verrückt. Und an der Stelle, da können Leute noch so viel haten und noch so viel auf Krampf irgendwelche Sachen suchen. So. Die Zahlen sprechen für sich und es zeigt, dass wir alles richtig gemacht haben. Wir wissen, was wir für unsere Schauer am besten tun müssen. Wenn ihr das besser wisst, dann setzt das auf eure eigenen Art und Weise um und macht die Show selbst. Oder macht es woanders besser. Aber wir wissen, wie wir unsere Show zu machen haben. So, das ist mein Statement dazu. Ganz kurz. Ganz kurz. Das ist mein Statement dazu. An der Stelle, ehrliche Meinung. Seid ihr der Meinung, wir haben die Zensur besser hinbekommen oder denkt ihr, wir können das noch besser irgendwie zensieren? So. Weil das Problem ist jetzt, Freunde, ihr müsst es verstehen und ihr müsst auch aktiv sein, wenn Leute das nicht verstehen. Guck mal, das Problem ist jetzt folgendes. Ich erkläre jetzt ganz kurz, warum wir das zensieren müssen. Recordet das gerne, postet das auf TikTok. Der Grund, warum wir die Icon 6 Folgen zensieren müssen, ist folgender. Wir haben einmal die Musik und wir haben Reality drinne. Aufgrund dessen, dass wir Reality mit Musik mischen, weil das eine Show ist, erkennt der YouTube-Algorithmus, dass das in die Unterhaltung mit Musik einfließt. Das bedeutet, wenn da gezielt mehr Beleidigungen aufeinander auftreten, hintereinander, und es kann sogar Penner sein, wenn das 10-mal vorkommt, selbst dann kann die Folge schon gelb werden. Das bedeutet, wir müssen leider Folgen zensieren, weil A, die Reichweite leidet darunter. Wenn dieses Video hat jetzt beispielsweise in einem Tag 300.000. Wäre das gelb, dann hätte das nicht mal die Hälfte. Das bedeutet, die Künstler leiden darunter, die Reichweite leidet darunter, die nächsten Folgen und der Hype für die nächsten Folgen leiden darunter. Die Anmeldungen leiden darunter, weil die Künstler sich denken, ey, warum soll ich zu dieser Show da tote zahlen? Weil Zahlen ziehen neue Künstler an. Ist einfach so. Und dann, der hauptsächliche Grund ist auch, wir setzen kein Geld damit um. Colin hat sein ganzes Leben, sein ganzes Geld und sein ganzes Erspartes in diese Show reingesteckt. Er hat keinen Vorschuss oder kein dies oder keine Verschuldungen oder in keine Versprechen von links, rechts irgendwie Gelder von anderen genommen. Er hat sein eigenes Erspartes in Icon 3 reingesteckt, dadurch Geld gemacht, in Icon 4 gesteckt, dadurch Geld gemacht, in Icon 5 und so weiter. Das bedeutet, wenn diese YouTube-Videos kein Geld einspielen, fehlt ein großer Bestandteil, um die nächste Staffel Icon International zu machen. So, das Geld, was Colin verdient, steckt er also in die nächste Staffel. Das heißt, dieser Mensch lebt nur für Icon gerade. Und ja, ich verstehe das. Es ist unglaublich nervig, dass wir das zensieren müssen. Wir wollen das ja auch nicht. Wir machen das ja nicht, weil wir Bock darauf haben. Wir wünschten, wir könnten das ho so hochladen. Aber ich kann nicht an dieser Stelle, ich kann nicht nachvollziehen, dass es Reaction-YouTuber da draußen gibt. So, die sich unglaublich darüber beschweren, dass irgendwie die Folgen nervig sind, weil das zensiert wird. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, wenn jemand sagt so, ja, Bruder, das ist nervig und scheiße und ich wünschte, es wäre so und so und so und so. Aber Bruder, wenn deine Folge gelb ist oder rot ist, dann lädst du das ja auch nicht hoch. Dann lädst du das ja auch nicht hoch. Weil irgendwo machen wir das alle fürs Geld.
So, ist einfach so. Wir machen das alle fürs Geld. Du gehst ja auch nicht irgendwo zu einem 9-to-5-Job und sagst, alles gut, zahl mir diesen Monat kein Geld aus. Machst du ja auch nicht. So, machst du ja auch nicht. Und es geht darum. Und ich kann das leider nicht nachvollziehen, weil wir machen das ja nicht, weil wir das irgendwie wollen. Uns sind die Hände gebunden. Wir müssen das leider tun. Es tut uns leid. Ich wünschte, es wäre nicht so. Es tut uns ja leid. So, und ich möchte keine Beleidigung hier. Hört bitte auf. Ich möchte das nicht. So. Und wie gesagt, Walla, das f***t uns selber geisteskrank ab, dass wir zensieren müssen. Geisteskrank sogar. Wir haben richtig, wisst ihr, wie abgefuckt wir waren, weil wir wissen ganz genau, was für Folgen wir noch haben. Wer kann sich an den Teaser erinnern? Mit Salah, mit der Line, mit Fatma und Biggie. Dann, ihr müsst ja schon checken, was dann theoretisch kommt. Was für eine Folge. Das heißt, da werden wir auch voll den Struggle haben und dies und das. Weißt du, was ich meine? So, wir machen uns selber gerade auch voll die Kopfschmerzen so. Wenn ihr Bock habt, darauf zu reagieren, dann reagiert mit Herz. Wenn euch das nicht gefällt, dann belasst es dabei. Aber hört auf, irgendwie auf Kampf irgendwas zu haten, Bruder. Ich küsse eure Herzen. So, klar, die Reaction tut uns gut und wir pushen uns beide gegenseitig hoch. Aber lasst uns doch lieber zusammenarbeiten und als uns lieber irgendwie... Ich check das nicht so auf Krampf, irgendwelche Sachen suchen und haten. Ich kann das nicht nachvollziehen. Walla, ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn ihr das nicht gefällt, dann reagiert nicht drauf. Wenn ihr das gefällt, dann reagiert drauf. So, aber das Thema ist hiermit durch. Wie gesagt, ich hab auch kein böses Blut oder so. Ich finde das nur schade. So. Wir sind jetzt auf jeden Fall durch mit dem, was ich hier gesagt habe. Ich brauche dazu weiterhin nichts sagen.